Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir werden heute mit einem kleinen Test anfangen, und zwar mit einem Kaliumtest. Das werden wir heute gemeinsam machen. Nicht nur wegen der Garnelen, sondern wegen des Wassers. Des Wassers, was wir auch benutzen für Pflanzen. Deswegen baue ich das heute hier mit rein, damit, wenn wir später einen Schritt weitergekommen sind mit der ganzen Thematik, ich nicht sagen muss, guck dir doch mal das Garnelen-Video an, damit du weißt, was wir da gemacht haben. Verstehst, was ich meine? Ja, ne? So, das heißt Klartext, wir werden das jetzt mal auspacken, gucken, was da drin ist. Und ich versuche das im Schnelldurchlauf jetzt zu machen, dass das nicht zu langweilig wird. Ne? Es geht um Pflanzen in erster Linie heute, definitiv. Aber das müssen wir jetzt mitnehmen, weil das im Prinzip Neustart ist und ich nicht jedes Mal auf ein Video verweisen muss, was dich vielleicht gar nicht interessiert. Ne? Von daher würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt mal hier aus. 3 Minuten habe ich noch. 3 Minuten hat er noch, guck mal, siehst du wohl. So, das ist hier von JBL, es gibt auch noch andere Firmen, die das anbieten. Habe ich selber gekauft, ne? Also kein Sponsoring oder so. Nicht, dass einer denkt, ich bekomme hier Leute Sachen geschenkt von irgendwelchen Firmen. Ist nicht so. So, hier mal so einen kleinen Messbecher mit so einem kleinen Messlöffel. Dann haben wir eine Spritze mit einem Messbecher. Und wir haben, ja genau, Beschreibung und tralala. Werde ich mir auch durchlesen, definitiv, weil ohne dem können wir da nichts machen. Ne? Und dann haben wir jetzt noch 2 Mittelchen. Jetzt sieht das Ganze richtig kompliziert aus. Also wollen wir mal gucken, dass wir es nicht kompliziert machen. Und sehen wir gleich, was Bescheid. Okay. Das zu testende Wasser nehmen wir jetzt aus dem Aquarium. Gegebenenfalls halt, wie gesagt, bei Pflanzen, die in der Wasserkultur stehen oder dergleichen. So, dann spüren wir das ein paar Mal. Ich habe das allerdings, weil ich es jetzt hier benutze, bei den Tieren, vorher schon mal mit reinem Wasser sauber gemacht. Ne? Besser ist das. Man weiß ja nie, was alles so da dran haftet. Das habe ich schon mal gemacht. So, jetzt nehmen wir hier, was hat er jetzt gesagt? 15 Milliliter. Okay. Also eigentlich ist es ja einfacher, wenn man es gleich reinmacht. Also einfacher ist das. Na, guck mal, jetzt haben wir schon fast 15. So. Oh, kleinen Schluck raus. So. Jetzt haben wir 15 Milliliter. Ist ja noch einfacher als mit der Spritze, aber das ist jetzt nur eine 5 Milliliter Spritze. Geht schneller. Ansonsten kannst du auch mit der Spritze machen, klar. Das Ganze ist hier auch mal schön aufgegliedert, in welcher Reihenfolge was wie funktioniert. Allerdings sollte man sich das vorher ein paar Mal durchlesen. Dann versteht man auch das, was hier drauf im Prinzip dargestellt ist. So, wir nehmen jetzt 10 Tropfen von dieser Lösung hier. Ätzend, aufpassen, ne? Am besten Handschuhe anziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Tropfen. Ich habe hier reines Wasser neben mir stehen, für den Fall, dass ich was auf die Hände kriege, dass ich das dann sofort abspülen kann. So, das schwenken wir jetzt ganz leicht einfach mal, damit sich das vermischt. Ist so beschrieben. So, jetzt nehmen wir das Pülverchen hier. So, da nehmen wir jetzt einen Messlöffel hier vorne. Hier sind 2 dran, ein ganz kleiner, ein ganz großer, interessanterweise. Ein Messlöffelchen. Und packen das jetzt hier rein. So, kommt es raus? Jawohl. Wunderbar. Jetzt habe ich hier schon was drum geschmiert. Ne? Schön aufpassen. Wie gesagt, ätzend. Und deswegen also nicht in der Nähe von Tieren oder sonst irgendwas machen. So, das schwenken wir jetzt 30 Sekunden. So lange lasse ich das jetzt aber nicht laufen. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es dann damit weitergeht. Nach 30 Sekunden sollte das Pulver aufgelöst sein, oder besser gesagt ist es. Und jetzt warten wir noch mal 1 Minute. So, die Minute ist rum und jetzt wird es lustig. Jetzt dürfen wir das nämlich hier in dieses kleine Röhrchen reinfüllen. Das ist sehr hoch. Aufpassen, dass das nicht umfällt. Ne? So, wir befüllen das so lange, bis dieses Kreuz nicht mehr sichtbar ist, wenn wir da oben reingucken. So lange müssen wir das jetzt nochmal schütteln. So lange müssen wir das jetzt reinfüllen hier. Gucken, ob ich das mit meinem Händen so hinbekomme. So, hier mal einen kleinen Schluck rein. So, ich gucke mal. Ja, ich kann noch was sehen. Also das Kreuz kann ich noch sehen. So, noch mal einen kleinen Schluck rein. Okay. Ich kann es noch so ein ganz bisschen erkennen. Ganz bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Den mache ich auch wirklich schluckweise. Ja, ich kann es noch ein kleines bisschen erkennen. Es soll nicht mehr erkennbar sein. Von daher, noch mal einen kleinen Schluck. Ja, Ende Gelände. Jetzt kann ich das Kreuz nicht mehr sehen. Das Kreuz kann ich nicht mehr sehen. So, das heißt, jetzt können wir hier etwas ablesen. Ich zoome das gleich mal ein bisschen näher ran, damit man das erkennen kann, was da jetzt drauf steht. Okay, dann bin ich mal gespannt, weil ich kann das gerade so gar nicht sehen.
Pass mal auf, zoomen wir mal so nah ran wie möglich. So, das sieht gut aus, ne? Das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt 8. 8 Milligramm pro Liter ist das, glaube ich. Ich gucke gleich nochmal. 8 Milligramm pro Liter. So, was das dann jetzt heißt, weiß ich allerdings noch nicht, weil ich weiß nicht, wie viel optimal ist, sagen wir es mal so. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Milligramm pro Liter, jawohl. Milligramm pro Liter Kalium haben wir jetzt bei uns im Aquarium. Ah, das ist schon mal interessant zu wissen. 8, okay. Und was wäre jetzt optimal? Ja, so wie es aussieht, ist das so okay. Also wir haben jetzt, das steht jetzt knapp über 8, also das, lass jetzt nee, müsste weniger sein, wenn, genau 8. 8 ist okay. Also 8 Milligramm pro Liter Kalium haben wir drin im Wasser. Das ist sehr gut. Wir verwenden ja dieses B-Shrimp. Ich muss es jetzt nochmal zeigen, weil das ist nämlich das Ding, was wir demnächst öfters ausprobieren werden. Verschiedene Sachen. Ich blende mal ein, was da tatsächlich drin ist. Das ist ein Kommentar, den ich mal von jemandem bekommen habe und habe das mal gescreenshottet, damit ich das so parat habe. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Ne? Lange Texte. Super. Richtig super. So, okay, also haben wir ausreichend drin. Das ist, die Hersteller sagen zwar, ich habe extra Dünger schon gekauft gehabt, weil ich dachte, ne, wenn du düngst, dann Kali muss ja wahrscheinlich sowieso bei. Das habe ich mir allerdings gekauft, bevor ich jetzt das nachgemessen habe. Ne? Also man sollte erst messen und dann kaufen. Wobei, anwenden können wir es definitiv auch noch, denn wir sind im mittleren Bereich bei 5 bis 10 Milligramm. Es gibt verschiedene Aussagen mal wieder im Internet. Ne? Also 5 bis 10 soll okay sein bei den Garnelen im Aquarium zum Düngen. Hier wird angegeben 10 bis 30 Milligramm. Ne? Also es ist, da muss man ja dann auch wieder auf Erfahrung von anderen zurückgreifen. Welche Werte habt ihr denn in dem Sinne? Aber das ist hier speziell für die Garnelen wieder. Das wollten wir jetzt eigentlich nicht machen. Ne? Aber nur mal kurz so gesagt, wie das jetzt aussieht. Also da, ja, also die Karnivoren wachsen da sehr gut drin bei knapp 200 Mikrosiemens. Das haben wir ja schon alles erlebt tatsächlich. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, mal gucken, wo wir da insgesamt noch hinkommen. So, das beenden wir jetzt. Test ist abgeschlossen. Wir wissen, was Sache ist. Ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt Kali zudüngen. Ein bisschen könnte ich vielleicht dazu düngen noch, aber das sind ja nicht die einzigen Werte, die wir ermitteln müssen, sondern auch Phosphat noch dementsprechend. Aber da kommen wir dann nächstes Mal zu, damit das jetzt nicht zu viel wird, denn wir wollen ja bei dem Pflanzenthema bleiben heute. Ne? Aber das ganz kurz mitgenommen, diese Werte, dass wir das schon mal haben, wie das aussieht. Das heißt, natürlich im Klartext, wir müssen jetzt auch mal bei der einen oder anderen Pflanze nachmessen. Denn dort haben wir ja kein Aquariumwasser. Ne? Da werden die Werte ganz anders aussehen. Insbesondere ja, nicht insbesondere ja, mal machen einfach, ne? Weiß Bescheid. Jetzt kommen wir zu dem, was viel interessanter für uns ist, und zwar hier die Monstera Thai Constellation in ihrem Glas. Sieht nicht mehr so gut aus. Wir haben hier Braunalgen drin. Das Wasser ja, veralgt tatsächlich nach und nach immer mehr. Und Wurzelwachstum ist ja ist im Gange, aber nicht mehr so kräftig wie früher. Also hier müssen wir jetzt tatsächlich einen Wasserwechsel machen. Bevor ich das mache, werde ich aber hier nochmal die Messstation hernehmen und das Wasser hier mal nachmessen. Dass wir da mal gucken, wie das damit aussieht. Wie gesagt, Schritt für Schritt gehen wir weiter. Nicht alles auf einmal. Ich werde jetzt hier nicht alle 20, 50 Parameter messen, aber das eine oder andere einfach mal, ne? Um dort ja, etwas schlauer zu werden. Okay. 15 Milligramm pro Liter. Ja, das ist schon gut, würde ich sagen. Also, da ich denke mal, da ist nichts verkehrt dran. So, Wurzeln, wie gesagt, sehen noch gut aus, aber bedingt dadurch, dass jetzt die Algen hier drin wachsen, ist das nicht so optimal. So, pass mal auf. Wir haben. Wie mache ich das denn jetzt? Pass mal auf. Wir fahren erstmal hoch. Sieht man die Algen schon etwas besser hier oben. Wir haben pH-Wert von 7,2. Und ich habe noch ein paar andere Werte gemessen mit diesem Teststreifen. Nitrat ist recht hoch. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so erkennen können. Ich versuche es einfach mal. Ja, also das Lila oben, Nitratwert ist sehr hoch. Pass mal auf. Ich gucke mal, wie das hier drauf steht. Also, so. Gesamthärte. Liegen wir ungefähr bei 4. Gut. Hallo? So, bei 4 ungefähr. Dann Carbonathärte, ja, ungefähr bei 3. Dann pH-Wert über 6,8 tatsächlich. Also dann bei 7,2 könnte ungefähr passen. Ja, so sieht das aus. Interessant, interessant. In welchem Verhältnis das jetzt miteinander zueinander spielt, kann ich jetzt nicht sagen. Kann sein, dass der Nitratwert vielleicht tatsächlich auch zu hoch ist hier im Wasser.
dass die Wurzeln das gar nicht alles aufnehmen können. Das ist so, ne? Deswegen sollte man ja auch ab und zu das Wasser mal wechseln, weil sich halt bestimmte Stoffe anreichern können im Laufe der Zeit, ne? Ja, okay, das nehmen wir jetzt so mit. Das heißt im Klartext, wir werden das Wasser heute definitiv wechseln und dann das Ganze auch hier mit dem, ja, B-Shrimp GH Plus machen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, in welcher Konzentration, oder sollen wir das einfach mal austesten, ob das komplett nur damit geht? Oder müssen wir noch anderen Dünger dazuführen? Das ist jetzt die große Frage, ne? Das ist die große Frage jetzt. So, vorab nochmal ganz kurz erwähnt, diese ganze Wasserpanscherei, was ich hier mache, das ist nur Interesse halber. Nur Interesse halber. Grundsätzlich bei solch einem Gefäß, wo eine Pflanze mit Wasser kultiviert wird, einfach einmal im Monat Wasser raus, Gefäß sauber machen, neues Wasser aufgedüngt wieder einfüllen und damit hat sich die Kiste. Das ist die einfachste Variante. Man muss nicht ständig rumpanschen hier, irgendwas erhöhen oder messen, gucken, was fehlt oder hast du nicht gesehen. Wenn irgendwas funktioniert, funktioniert es und dann kann man es auch so belassen, nur eben zwischendurch Wasser wechseln, weil hier haben wir keinen Filter drin, wir haben hier keinen Sauerstoff drin, was wir reingeben und dergleichen. Von daher ist nach einer gewissen Zeit das Ganze ausgelutscht und von daher die einfachste Variante, wie gesagt, raus, neu rein. Fertig hat sich die Kiste. Wir verfolgen das nur hier, um mal zu gucken, was denn so passiert. Und wir sehen, wenn das Wasser einfach zu lange drin ist, es entwickeln sich nun mal auch gewisse Algen irgendwann und irgendein Stoff fehlt oder irgendein Stoff ist im Überschuss und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und da jetzt versuchen, da was von beizugeben oder hier was von beizugeben, bringt gar nichts. Wasser raus, neu rein, fertig, hat sich die Kiste. Okay? Das nur mal kurz am Rande nochmal erwähnt. Nicht, dass einer denkt, ihr müsstet hier euch irgendwelche Tests kaufen und alles Mögliche machen. Macht das bloß nicht. Ich mache das nur Interesse halber, ne? Deswegen. Und um euch das dann eben auch mitzugeben. Und von daher nehmen wir das einfach so mit. Das Glas ist wieder richtig schön sauber geworden. So, die Pflanze habe ich dieses Mal auch ein bisschen abgespült und wir werden ja, im Prinzip einen kleinen Neustart machen. Also die Wurzeln sehen gut aus. Es ist halt nur, wenn das im Wasser drin ist mit den Algen, sieht das ein bisschen komisch aus. Ich habe ein bisschen Wasser hier reingepackt und habe das mit der Bürste alles schön sauber geschrubbt, ne? Und dann habe ich mal gerochen. Das hat nicht gut gerochen. Das heißt nicht gut, ich sag's mal so, nach Algensuppe in dem Sinne, ne? Das war, ne? Ist schon ganz wichtig zu wissen, denn die Algen, die. Ja, die können auch tatsächlich dem Wasser schaden. Zum einen entziehen sie bestimmte Stoffe dem Wasser, was der Pflanze dann fehlt, ne? Und es entstehen auch Abbauprodukte, wenn die Algen zum Teil absterben wieder. Deswegen, weiß Bescheid, ne? Am besten Wasserwechsel. So, wir werden jetzt einfach auch einen Wurzelrückschnitt machen dieses Mal. Das haben wir noch nie gemacht. Ganz einfach, um die Pflanze mal ein bisschen anzuregen, was Neues zu entwickeln in dem Sinne, dass die Wurzeln nicht noch länger und noch länger und noch länger werden. So, dann schneiden wir die ganzen dickeren erstmal zurück. Gerade überlegen, ob wir es alle komplett kommen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Haarschnitt hier. Einfach mal einen Haarschnitt. Alles weg, alles ab, alles kurz. Manchmal ist das besser, ne? Dann ist die Pflanze mich jetzt wirklich gezwungen, neue Wurzeln auszubilden. So, das als erstes. Jetzt will ich noch mal ein bisschen nass machen hier. Moment. So, denn ich mache mir jetzt noch mal in Ruhe Gedanken, wie wir jetzt weiter vorgehen mit der ganzen Geschichte. Das heißt, wasserpanschtechnisch. Wasserpanschtechnisch. Oh je, ihr weißt schon, was ich meine, ne? So, dann können sich hier neue Wurzeln entwickeln. Manchmal ist es einfach besser, wenn man einen Neustart komplett macht, ne? Ja, so, wie gesagt, ich mache mir jetzt kurz Gedanken, denn wir werden es auf jeden Fall mit dem B-Shrimp machen. Wir gucken, dass wir nicht über 500 Mikrosiemens kommen, denn im Wasser ist es besser, ja, ich sag's mal so, die Hälfte zu nehmen, ne? Der normalen Düngerdosis, die man dann in der Erde geben würde. Zumindest haben wir bisher so die Erfahrung gemacht, dass wir da ganz gut mitlaufen, dass die Pflanzen ganz gut damit wachsen. Von daher mache ich mir ganz kurz Gedanken und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn ganz wichtig, B-Shrimp hat einen relativ niedrigen pH-Wert im Wasser dann, beim Osmosewasser jetzt, ein ganz klarer Fall. Das heißt, wir müssen auch schon wieder Leitungswasser mit dazugeben, aber und oder. Oh, es gibt nämlich auch dieses Bio-Shrimp KH+. Das werde ich mir jetzt auch noch besorgen, damit wir da dementsprechend vielleicht eine Nummer besser fahren, dass wir auch da ohne Leitungswasser arbeiten können. Okay. Bevor ich jetzt Pause mache, machen wir aber eins noch. Wir werden schon mal das B-Shrimp hier ansetzen. Ich nehme 1 Liter Osmosewasser, dass wir das gleich schon mal fertig haben, aber das sollte sich erstmal ein bisschen auflösen. 1 Liter Osmosewasser nehmen wir jetzt. Das ist ein Neustart, ein neuer Test im Prinzip. So, jetzt nehme ich mal diesen Messlöffel von vorhin. Weißt Bescheid? Ich gehe davon aus, dass das passen könnte bei 1 Liter.
Wenn nicht, kann ich ja Osmosewasser auch dazugeben. Das mischen wir im Prinzip und dann ist das auch okay. So, mal gucken, ob wir das so hinkriegen. So, wir nehmen auch hier einen gestrichenen Löffel voll. So, blub, rein damit. Kann sein, dass vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so tragisch. Dann kann das jetzt in der Zeit, in der ich Pause mache, hier das sich schon mal auflösen, die Mineralstoffe. Und dann können wir hier gleich schon mal weitermachen. Kaffeepause. Jetzt stellt sich die große Frage. Geben wir Leitungswasser dazu oder erhöhen wir die Menge des GH+, des Mineral Shrimp? Hör mal auf, wir haben jetzt einen pH-Wert von, tada, oh, jetzt aber 5,8. Mikrosiemenswert liegt bei etwa 300. Ich zeige es dann trotzdem nochmal im Bilde, damit man das gegebenenfalls nochmal mitnehmen kann. Ne? Also knapp 300. So ist das soweit okay. Also wir könnten den Mikrosiemenswert noch erhöhen, das heißt auch noch was dazugeben. Jetzt ist die Frage, wird die Pflanze mit der Gesamthärte besser fahren und mit wenig Carbonathärte in dem Sinne? Ja, das sind so Sachen, da müssen wir uns jetzt Gedanken langsam machen, das ist so nach und nach, ganz klarer Fall. Jetzt nur die Frage, wie gehe ich jetzt weiter vor? Packe ich jetzt wirklich Leitungswasser mit dazu wieder? Oder belasse ich das so bei 300 Mikrosiemens und warte erstmal ab, inwieweit sich der pH-Wert entwickelt, verändert vielleicht noch. Denn das haben wir noch nicht ausgetestet. Ja, so muss man sich halt ständig Gedanken machen. Ne? Okay, mal gucken. Noch kann nichts passieren. Pass mal auf, ich werde jetzt einmal Nährstoffe zuführen, nochmal zusätzlich. Und zwar den Compo Complete, den wir verwenden. Ich gebe jetzt mal hier bei einem Liter 0,5 Milliliter rein, um mal zu gucken, inwieweit sich der Wert dann gleich verändert. Ich sag's dir, du. Aber das ist, ist ein neuer Test. Da ist man auch schon so ein bisschen hibbelig. Ne? Hier ist auch nicht ganz so wichtig, dass wir komplett auf den richtigen Weg kommen. Noch nicht. Ne? Aber doch so, dass es der Pflanze gut geht. Ne? Also wir wollen der Pflanze ja nicht schaden, definitiv nicht. Ne? So, das muss ich jetzt erst noch ein bisschen einwirken lassen. Aber Mikrosiemenswert kann ich schon mal checken. Ja, wir sind jetzt bei 530 Mikrosiemens. Das ist, nein, nicht mal. Aber das lassen wir noch ein bisschen einwirken und beobachten das Ganze mal. Ja, pH-Wert geht runter, ganz klarer Fall, definitiv. Ne? Das ist nun mal so. Bedingt durch den Dünger jetzt auch. Da ist jetzt die Frage, ne? Steuern wir jetzt direkt gegen? Steuern wir jetzt direkt gegen mit Leitungswasser? Ja, das ist jetzt wieder so eine Fummelei. Mal gucken. Kriegen wir schon noch hin gleich. Oh, das macht schon Spaß, wenn man was Neues angeht. So, wir sind jetzt hier bei 5,6. So, also in der Theorie ist ja so, bei 5,5 bis 6,5 ist optimal. Ne? Über 7 ist nicht gut. Deswegen lief das hier auch nicht mehr. Wir waren ja schon bei 7,2 gewesen. So, also hier ist auf jeden Fall ja, alles soweit in Ordnung. Nitrat ist drin. Das ist von der Farbe her passt das alles. Ne? Gesamthärte ist auch okay, ist bei 8. Carbonathärte ist ungefähr bei 3. Ja, pH-Wert logischerweise niedrig, haben wir ja gesehen. Jetzt natürlich die Frage, ist das gut für das Wasser mit der Gesamthärte, wenn wenig Carbonathärte drin ist? Das ist jetzt die Frage. Ne? Das ist die Frage. Von daher würde ich sagen, belassen wir das jetzt so, wie das ist und murksen jetzt nichts mehr dran rum erstmal. Ne? Gegebenenfalls können wir ja eingreifen, müssen halt die Werte regelmäßig kontrollieren jetzt demnächst. Ja, wir sind etwas über 500 Mikrosiemens, also im Prinzip so, wie wir es sonst auch hatten immer. Also das ist soweit okay, würde ich sagen. Also, dann, ne? Merken wir uns das jetzt? Na, ich schreibe es morgen auf, nicht im Film gucke. Und belassen das erstmal so. Also wir sind bei knapp 500 Mikrosiemens. Ne? Wir haben ordentlich, vor allem das ist das Coolste dabei, bei diesem Zeug hier, dass wir auch Spurenelemente drin haben und alles Mögliche. Ne? Ja, von daher, was für, ich sag mal, für Tiere gut ist, sollte auch für die Pflanzen gut sein. Das heißt im Klartext, wir befüllen das Ganze jetzt hier mit. Und werden das gemeinschaftlich beobachten dann, was dann tatsächlich hier passiert jetzt. Ne? So, das heißt, ich muss gleich nochmal einen Liter ansetzen, das wird nicht reichen. Siehst du wohl, ne? Dann setze ich nochmal einen Liter an und dann würde ich sagen, können wir das heute erstmal so mitnehmen. Das wird mal wieder ein spannendes Projekt, weil wir noch nicht wissen jetzt so genau, was kommt. Aber wir haben ja schon einiges gesehen, was mit dem Mineral Shrimp so ne, funktioniert. Ich zeige es gleich auch noch mal so ein bisschen. So, ich hatte mir Leitungswasser schon mal hingestellt für den Fall der Fälle. Aber das lassen wir erstmal. Mal gucken, wie das damit so funktioniert. So, was wollte ich jetzt gesagt haben?
Lachst du dich kaputt, Woll? Ach so, hier habe ich es auch liegen. Der ein oder andere wird wahrscheinlich vorhin schon gedacht haben, so als wir die Wurzeln abgeschnitten haben. Vielleicht sollte man mal versuchen, eine Wurzel, wir haben ja dieses eine dicke Stück hier, ne? Dieses eine dicke Stück hier, dass wir das zum Wachsen bringen. Weißt du, was ich meine? Ja, ne, weißt du. Also ich lasse ihn jetzt erstmal hier im Zeber liegen und im gegebenen Fall könnte das vielleicht interessant sein, wenn da sich irgendwas entwickelt. Aber das zeige ich euch dann, wenn das dann so weit ist. So was wollte ich jetzt noch gesagt haben. Achso, wir gucken, wie das Wasser sich jetzt entwickelt vom pH-Wert her. Denn im Aquarium ist es so, dass der eigentlich, ja, der liegt mal so bei 6,6, ne? 6,5, 6,6 im Moment. Also da geht es nicht irgendwie runter oder so. Trotzdem wir eigentlich nur dieses Mineral Shrimp und Osmosewasser zuführen. Dementsprechend auf circa 200 etwas drüber. Mikrosiemens und hier müssen wir gucken, wie sich das jetzt entwickelt, bevor wir weiter eingreifen. Weil ich weiß nicht, inwieweit der pH-Wert stabil bleibt. Wie gesagt, bei 5,5 und 6,5 ist es okay. Wir sind gerade im unteren Bereich. Es kann sein, dass er vielleicht ansteigt, dann wäre es optimal. Es kann aber auch sein, dass er sinkt. Das bin ich mir noch nicht schlüssig. Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Von daher machen wir das ja auch. Und wenn sich zeigen sollte, dass der pH-Wert etwas steigt, dann wäre das okay. So, dann haben wir jetzt auch weniger Dünger drin und mehr Mineralstoffe. Und das ist für die Pflanze natürlich rein logischerweise sowieso besser, ne? Das heißt, wir müssen gucken, wie das Ganze sich dann jetzt entwickelt. So, dann befülle ich den Rest noch hier, dass wir es auch komplett einmal mitnehmen können. Und dann gucken wir uns gleich so ein paar Sachen an, wo wir das schon nutzen, ne? Und das tatsächlich ohne Nährstoffe, sondern nur mit dem Mineral Shrimp. Allerdings geht es da um Karnivoren, aber die gucken wir uns gleich auf jeden Fall einmal kurz an. So, mit haben wir die Geschichte komplett gestartet, wird gleich wieder abgedunkelt. Und dann gucken wir mal, wie das Schätzchen sich weiterentwickelt. Und auch bei der Farbgebung hier vom Blatt, das ist jetzt auch eher ein Gelbgrün anstatt ein Weißgrün, ob das dann, oder das vielleicht nicht mehr, vielleicht doch, oder ob dann die nächsten, die rauskommen, dann Weißgrün werden. Weil das ist nämlich auch eine interessante Erscheinung, muss ich sagen, dass die also, ja, so gelblich werden, ne? Obwohl das eigentlich Weißgrüne Sorte ist in dem Sinne. Ja, so kann es gehen manchmal, ne? Passieren Dinge, muss man nicht unbedingt verstehen, aber wer weiß, vielleicht verstehen wir das eine oder andere dementsprechend. Und ganz herzlichen Dank, ja, für eure Unterstützung der Community tatsächlich, ne? Denn es gibt ganz viele tolle Leute hier, die auch ein bisschen Wissen hier mit reinbringen. Und das finde ich mega cool, ne? Wir experimentieren hier, tun und machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid und lernen aus den Projekten und auch mal gucken, wo es damit weitergeht. Okay. Als allererstes gucken wir hier bei unserem Moor vorbei, bei dem Sphagnummoos. Das ist so heftig grün geworden. Das war ja teilweise schon gelblich, bedingt durch die Utricularia, die hier alles rausgesogen hat. Aber seitdem wir hier das Mineral Shrimp anwenden, bei ca. 200 Mikrosiemens, wächst das richtig gut. Müsste eigentlich mal wieder runterbringen. Ich mache das mal eben. So ab und zu drücken wir das so ein bisschen runter hier. Weil es soll ja, ne, natürlich in dem Sinne sein. Und wenn es jetzt mal Schlagregen gibt, dann wird das einfach alles runtergeballert. Ne? Dann ist das so in der Natur auch gegeben. Das machen wir zwischendurch, ne, damit das auch ein bisschen dichter alles, kompakter wird hier. Aber das ist schon mal eine richtig coole Sache. So, in dem Zuge auch hier unser Fettkraut. Auch das ist tatsächlich mit dem Mineral Shrimp gegossen und gedüngt. Auch bei ca. 200 Mikrosiemens. Genauso wie das Moor hier mit den Drosera. Und denen geht es also richtig gut, muss ich sagen. Ich hatte es ja schon ein paar Mal gezeigt. Ich versuche jetzt nicht unbedingt die beste Aufnahme hier zu erzielen, aber dass wir das zusammenhängend heute so schon mal mitnehmen können. Bei unserer fleischfressenden Venusfliegenfalle hier habe ich es jetzt auch schon angewendet und ich habe auch hier den Eindruck, dass sie schon grüner wird. Definitiv. Also das wird eine mega spannende Geschichte mit dem Mineral Shrimp. Ihr müsst das noch nicht machen. Wir sind hier noch am Testen, am Tun und am Machen. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr denkt, ach komm, ich probiere es einfach aus. Auf die paar Euro kommt es mir jetzt nicht an hier. Ich möchte selber auch ein bisschen lernen. Kannst du es gerne machen? Produkt findest du in der Videobeschreibung und dann gucken wir jetzt noch mal kurz beim Garnelenbecken vorbei. Ich bin auch schon am Überlegen, ob wir das hier. Nee, noch nicht. Eins noch mal an. Da sind die kleinen Racker. Und oh, die machen so viel Freude. Weißt du jetzt schon, wofür das Glas ist? Ja, ich denke mal, der eine oder andere wird es vielleicht schon wissen. Ich will mal gucken, ich habe eine Aufnahme gemacht heute Morgen. Wenn, denn blende ich sie jetzt irgendwie zwischendurch nachher mal ein oder gleich oder wie auch immer. Denn ja, es sind tatsächlich zwei, drei Garnelen mit Eiern.
Tatsächlich. Ne? Wir hatten ja dieses Freischwimmen gehabt, das habe ich auch gefilmt und gezeigt. Ist zwar nicht der Burner-Film gewesen in dem Sinne, aber egal. Bei dem Film übrigens ist es, kann man, ich habe es deswegen gemacht, damit man das sieht, wie die Tiere sich so verhalten, ne? Wenn dieses Paarungsschwimmen ist. Und vielleicht kann man das eine oder andere da auch daraus lernen. Deswegen habe ich das eigentlich gemacht, aber ist auch egal. So, ist wie gesagt nicht gut angekommen und von daher werde ich das auch nicht nochmal machen. Aber für mich war es wichtig, da jetzt rückwirkend immer wieder mal reinzugucken, um zu sehen, wie die Tiere sich verhalten und welche Tiere irgendeine Art und Weise zusammenkommen. So, zusammenkommen, kommen wir jetzt hier nochmal zu unserer Efeutgruppe Marble Queen. Auch hier tatsächlich mit dem Mineral Shrimp GH Plus, ne, auf circa etwas über 200, also 210, 215 Mikrosiemens aufgedüngt das Osmosewasser. Allerdings haben wir auch hier noch das mineralische Substrat mit drin, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Aber das ist eigentlich, ich sag's wie es ist, eigentlich unrelevant. Das Einzige, was wir hier zusätzlich haben, sind natürlich die Ausscheidung der Tiere, ne? Und die Prozesse, die dann dementsprechend sich ergeben, Stickstoffverbindung und so weiter. So, aber auch hier die Marble Queen wunderschön, wunderschön. Auch hier die Efeutute, die Enjoy, wunderschön gewachsen. Also das ist schon, ich würde sagen, wir machen demnächst noch ein paar mehr Experimente damit, weil es wächst einfach nur genial, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir haben hier noch nicht zusätzlich gedüngt und den Pflanzen geht es nach wie vor gut. Ne? Aber auch das muss ich weiter beobachten, ob es irgendwann mal notwendig wird. Aber wir wollen auch nicht zu früh eingreifen, denn hier läuft es richtig gut, muss ich sagen. Ne? Auch hier die Anubia wächst wunderschön hier oben drauf. Und auch hier die Drosera, die schon wieder ein neues Blatt macht. Dieses Mal, ich würde sagen, so 20 vor 12 etwa. Ne? Das andere 17 nach 12. Das ist ja schon wieder ausgereift. Und das ist noch gar nicht lange her. Also sie macht wirklich, kann man bald sagen, alle 3, 4 Tage ein neues Blatt. Das ist schon krass cool, das so mitzunehmen. Ne? Wie gesagt, ohne zusätzliche Düngung. Ja, mal gucken, wie das dann tatsächlich in der Wasserkultur bei den Pflanzen funktioniert und natürlich später auch dann bei anderen Pflanzen, in dem Sinne im mineralischen Substrat oder auch in der Erde. Das ist eine spannende Geschichte, das sage ich euch. So, das Schätzchen wächst auch hier tatsächlich, kriegt ein neues Blatt. Unsere Anubia, die Nana, kleine, die klitzekleine. Nicht Anubia, Buscephalandra, meine Güte, Buscephalandra, so, okay. Das mal kurz so mitgenommen. Also man kann schon sehen, dass mit diesem Mineral Shrimp einiges wächst. Ne? Und wie gesagt, das ist nicht nur einfach zum Aufhärten des Wassers, sondern da sind Mineralstoffe auch drin. So, ne? Das ist schon, ne? Ja. Ja, ich verspreche mir da sehr viel von, muss ich sagen. Okay. Jetzt sind wir einmal kurz im Badezimmer, bevor der Akku alle ist. Auch hier nochmal gezeigt, die Kannenpflanze ist tatsächlich wesentlich grüner geworden. Also auch hier verwenden wir tatsächlich dieses Mineral Shrimp. Gut, jetzt aber bei den Karnivoren, die brauchen ja auch, das war vorher schon, die brauchen ja auch einen niedrigen pH-Werten. Und einen niedrigen Mikrosiemens, beides eigentlich. Ne? Aber auch hier bei ca. 200. Ja, da stellt sich jetzt echt die Frage, ne? Wie reguliert sich der pH-Wert dann jetzt, ich sag's mal, so wie wir es jetzt gemacht haben? Ne? Und mal gucken. Der sieht aber schäbig aus hier. Der Marschneun. Da das Ganze heute mehr oder weniger ein Neustart ist, starten wir auch das mit dem Sphagnum-Moos neu hier mit der Säule. Es könnte nämlich sein, dass es bald umkippt. Das heißt im Klartext, ich zeige das mal eben, wie das aussieht hier. So, hier unten haben wir das Tongranulat drin, dieses Hydrokulturgranulat, diese Kugeln. Im Prinzip als Wasserreservoir, damit ich sehen kann, wie viel Wasser unten drin steht. Ne? Nicht, dass das, weil wenn das bis unten hin ist, das Moos, dann siehst du ja nicht, wo ist der Wasserstand im Prinzip. Ne? So, also als Wasserreservoir. Dann ist damals hier ein Teil dunkel geworden, haben sich auch hier Braunalgen entwickelt. Dann haben wir das Ganze abgedunkelt, wie wir es jetzt gerade eben gesehen haben. Und seitdem habe ich nur reines Wasser nachgegossen. Ich meine, es sieht noch okay aus, aber wie gesagt, es kann anfangen umzukippen. Hier steht jetzt kein Wasser unten mehr drin. Das heißt, ich werde was reingießen hier und das Ganze mal ein bisschen spülen in dem Sinne. Das heißt also, wir werden gleich Wasser wieder rausgießen, damit wir mal so ein paar Inhaltsstoffe rausbekommen hier. Manchmal ist, ups, ich habe das daneben gegossen. Manchmal ist das einfach besser. So, ich lasse das einfach mal voll laufen hier und lasse das einen Moment einwirken und dann gießen wir das gleich raus, damit wir, wie gesagt, hier einen Neustart haben. Weil heute ist alles Neustart, ne? Das sollten wir auf keinen Fall verpassen. Das ist ganz wichtig, denn darauf wird vieles anderes wieder aufbauen demnächst. Ne? So, okay, Akku wechseln und dann geht es gleich weiter. Aber ich lasse es erstmal einwirken ein bisschen hier. Die
Dosis, Düngerdosis in dem Sinne. Mit dem Mineral Shrimp habe ich hier schon angesetzt bei 120, 125 Mikrosiemens ungefähr. Also hier nehmen wir nicht ganz so viel bei den Moosen und auch bei den Karnivoren. Dann halten wir das auch so bei etwas über 100. Da fährt man auf jeden Fall erstmal besser. Ne? Können wir später noch erhöhen, wenn es notwendig wird, aber jetzt würde ich sagen, läuft so schon mal ganz gut. Tja, okay. Dann gucken wir gleich mal, wie es hiermit weitergeht. Oh, die Post war da. Wir dürfen gleich noch Päckchen auspacken gemeinsam. Also, wir machen jetzt weiter hier mit dem Schätzchen. Mal vorsichtig kippen, dass mir das nicht alles hier rausläuft oder wie auch immer umfällt. Das sackt dann jetzt auch ein bisschen zusammen seitlich, weil das liegt ja nicht auf der Seite. Ne? Das steht ja. Und da sackt das jetzt so ein bisschen zusammen. Und dann lassen wir uns überraschen, was wir hier gleich ermitteln können. So, den Rest mache ich gleich alleine. Ne, sonst dauert das zu lange. Ich lasse noch mehr rauslaufen. Wir wollen ja gucken, was wir hier für Werte haben, dass wir da mal Gewissheit haben, wie das aussieht. Und es kann sein, bedingt durch diese Braunalgen, dass auch ein Zersetzungsprozess stattfindet. Und das könnte sein, dass dann der Wert ansteigt und das ist okay. Also mal knapp 160 Mikrosiemens. Das ist okay. Also da gibt es jetzt nicht wirklich was zu meckern. Also nichts dramatisch. Nichts dramatisch, aber nichtsdestotrotz wollen wir die Pflanze auch versorgen. Das heißt die Pflanze, die Pflanzen. Ne? Das Moos, das Sphagnummoos. So, der geht erstmal runter hier. Dann lasse ich einen Moment drin stehen. Okay, dann gucken wir gleich, wie das hier aussieht. Und in dem Zuge befüllen wir das Ganze dann. Gibt es denn noch irgendwas jetzt wichtig zu erwähnen? Ja, kein Dünger rein. Also nur dieses Mineral Shrimp mit Mineralstoffen ohne Dünger. Und das, wie gesagt, etwas geringer konzentriert bei Moosen, jetzt, wie wir es jetzt momentan noch handhaben. Und bei Karnivoren so etwas über 100 ist okay. Oh, der geht ganz schön runter, muss ich sagen. Das kann man so schon sehen. Ne? 4,4 sind wir jetzt schon. Aber das ist sowieso interessant, ne? Dass das so ist, wie es ist. Definitiv. Ne? Aber okay, das soll gut sein für die Moose. Mal ganz schnell weiter, ich will das Päckchen auspacken. So, was haben wir jetzt hier? 4,2. Also das ist schon mal so interessant mitzunehmen. Sauber machen, ganz klar, ne? Weiß Bescheid. So, und hier ist einer, sagt, du musst das Gerät aber sauber machen. Ist manchmal so, ne? Okay, 125 haben wir jetzt hier drin. Nur mit dem Mineral Shrimp, dementsprechend Osmosewasser bei uns. Da kannst du auch destilliertes Wasser nehmen. So, das gießen wir jetzt hier drüber. Das war unten ungefähr ja, ein paar Zentimeter drin stehen. Wie viel genau weiß ich jetzt gerade nicht, gucken wir gleich, ne? Das kann ruhig auch ein bisschen drinstehen im Wasser hier, weil es ist ja im Prinzip ein Moor als Säule. Ne? Also du kannst im Prinzip beobachten, wie das Moor sich entwickelt. Ne? Das ist eine richtig coole Sache. Es baut sich oben immer weiter auf, es sackt auch wieder zum Teil nach unten durch das Gewicht. Und du brauchst keine Angst haben. Also das Moos verrottet nicht. Das bleibt erhalten. Das ist nämlich dann das Moor, was entsteht. Ne? Das ist eine richtig geniale Sache. Im Prinzip ja als Zylinder, als Glaszylinder, dass man das dementsprechend auch beobachten kann, wie sich das Ganze entwickelt. Sicherlich wäre es besser, wenn man es komplett abdunkelt, aber ich will schon, dass man hier auch noch ein bisschen was sieht. Ne? Und solange das hier nicht veralgt, ist das auch okay noch. Ne? Sollte das irgendwann gegeben sein, dann müssen wir es halt weiter abdunkeln nach oben. Ne? Aber so ist das ganz okay, würde ich sagen. Dann können wir das so belassen und sind mit dem Moor, mit dem Sphagnummus Moor erstmal durch. Weil der ist schon schön, ne? Wenn man so eine Säule wachsen, also nicht die Säule, sondern das Moos wachsen sieht in der Säule. So wollte ich sagen. So, jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil ich will das Päckchen auspacken. Könnt ihr gerne noch mit dabei sein? Wenn nicht, ja, was soll ich sagen? Dann eben nicht. Steht ein bisschen schräg hier. So. Okay, kann gerne im Video geöffnet und vorgelesen werden. Akku läuft, alles easy, alles cool, beautiful. So, okay, dann machen wir das auch. Moin Detlef, hier ein paar kleine Ableger von meinen Pflänzchen. Ein Ableger ist von meinem Weihnachtskaktus, okay, und der zweite von der Maranta Leuconeura Tricolor. Anbei noch ein paar Samen des Eierbaumes, Solanum Melongena. Des Weiteren auch noch Kleinigkeiten fürs Aquarium, 10 kleine Posthornschnecken und einige Pflänzchen der Muschelblume, eine Schwimmpflanze, okay. Die Schwimmpflanzen sind super für Garnelen. Meine sitzen sehr gerne in den Wurzeln. Okay, viele Grüße und mach weiterhin so schöne Videos. Ganz herzlichen Dank. Ja. Tjorben. Tjorben aus Glückstadt. Ich war mal in Glückstadt. Da habe ich damals einen Betonkreuzer meine Ausbildung gemacht. Ja, weiß Bescheid, ne? Betonkreuzer Glückstadt.
Oder war das Glücksburg? Nee, Glückstadt, ne? Ich glaube Glückstadt. Okay, so, dann wollen wir jetzt aber auch wissen, was hier drin ist oder wie das denn dann aussieht. Pass mal auf, muss mal vorsichtig raus hier. Kullert mir alles durch die Gegend. Oh, das ist aber ganz schön viel. So, das können wir, glaube ich, so schon. Ich nehme aber schon mal raus hier. So schon erkennen. Eine Leukoneura. Ist das die gleiche oder eine ähnliche? Also von der Blattstruktur würde ich sagen ähnlich oder doch gleich. Warte mal, ich habe den Zettel hier unten drunter kleben, kann ich mal sehen, welche das hier ist. Ach so, das ist die Faszinator, die wir hier haben. Die Faszinator. Okay. So, ich werde sie gleich versorgen, das machen wir aber heute nicht mehr. Damit wir jetzt hier zurande kommen und das nicht alles zu sehr in die Länge ziehen. So, hier haben wir einen wunderschönen Weihnachtskaktus. Immer schön begutäugeln, ne? Ob da irgendwas kribbelt, krabbelt oder so. Das ist ganz wichtig. Sollte man grundsätzlich machen, wenn man eine Pflanzenlieferung bekommt. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr so eine große Bammel. Weil wenn was ist, wir wissen, was wir machen können. Ne? Von daher ist das nicht ganz so wild. So, oh, was? Ach, das sind die Samen. Okay, das sind die Samen. Dann haben wir hier, das dürften die Schwimmpflanzen sein. Ja, die lasse ich noch drin. Kann durchaus sein, dass wir morgen übermorgen wieder ein Garnelenvideo machen. Wird demnächst öfters kommen, ist nun mal so. So, hier haben wir die Schnecken drinnen. Ich glaube, das sind andere, wie ich habe. Ich glaube ja. Ich würde sagen, die setzen wir in das neue Becken dann rein. Wobei, die werden sich sowieso vermischen mit der Zeit. Definitiv, das ist halt so, ne? Das ist halt so. Okay, nichts vergessen hier drin. Alles easy, alles cool. Tjorben. Ganz herzlichen Dank. Tja, so, damit haben wir es für heute geschafft. Boah, ich habe Hunger. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, also, wir lernen sehr viel über, mit und über dem Garnelen. Ne? Mit dem Aquarium. Also, es ist schon cool, was man alles so von eins zum anderen mitnehmen kann. Das ist so fantastisch. So fantastisch. Hoffe ich jetzt auch fantastisch nichts vergessen. Ich hoffe nicht. Die Knollen müssen wir noch versorgen von gestern. Aber das machen wir dann an einem anderen Tag. Die laufen ja auch nicht weg. Ne? So, okay. Meine Güte, es ist spannend. Also, wie gesagt, dieses Video dürfen wir auf keinen Fall verpasst haben in dem Sinne. Ne? Weil, wie gesagt, das ist jetzt Neustart der Experimente in dem Sinne. Ne? Und von daher ist das schon ganz wichtig, das jetzt auch mitzunehmen, damit wir wissen, inwieweit das Ganze dann später ja, funktioniert. Sehen wir dann später, ganz klarer Fall, aber dass wir wissen, was wir mal gemacht haben. Ne? Von daher ist das schon ganz wichtig, das jetzt auch hier so mitzunehmen. Sollte man nicht verpassen, das ist schon ganz wichtig. Ja, okay, dann wollen wir mal gucken, wie sie sich jetzt entwickelt hier, die Monstera Thai Constellation in der Wasserkultur. Und nochmal ganz wichtig gesagt, wir werden da auch nicht mehr viel rumdoktern. Wir beobachten jetzt erstmal, wie sie sich entwickelt, werden reagieren, aber wir werden nicht mehr das Wasser x lange drin lassen. Wenn irgendwas mal nicht läuft, raus damit, neu rein. Fertig, hat sich die Kiste. Ne? Also das mit dem, ja gut, erzähle ich jetzt so und wer weiß, wie später kommt, weiß Bescheid. Ne? So ist das manchmal. Okay, yippie-yay, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Ja, und dass die Garnelen nach dem Freischwimmen, nach dem Paarungsschwimmen jetzt tatsächlich ein paar Eier angesetzt haben, ne? Das ist eine coole Sache. Also das konnte ich gestern Abend schon beobachten. Die sitzen jetzt auch tatsächlich in den Tonröhren, dann zwischendurch aber nur, ne? Also nicht die ganze Zeit, sondern mehr oder weniger zum Ausruhen oder zum Schlafen oder wie auch immer, sind sie da drin, aber sonst schwimmen die auch im Becken noch mit rum. Okay, yippie-yay.